So, und deswegen machen wir auch gleich weiter hier. Und schauen mal, was es jetzt gibt. Halt, noch ein bisschen Geld. Ah, 3000 nehme ich gerne mit. So, jetzt aber. Was gibt's, Sweet? Was machen wir jetzt Schönes? Growth for life. You love your hood like you love your homies. It's always been that way. And ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, Sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. Yeah, Grove is back. Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Es gehört doch alles schon uns. Los, Idlewood muss zurückerobert werden. Manno, das ist doch alles schon unser Gebiet. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, das alles zu erobern. Na gut, was soll's. Dieses Gebiet war übrigens richtig scheiße zu erobern, denn hier findest du so gut wie keine Bälles. Und auch jetzt sieht's gerade nicht allzu günstig aus, was das angeht. Ich hoffe, ihr habt ein paar mehr hier hingesetzt, damit man das ganz gut erobern kann. Das wäre sehr schön. Halt, 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 halt. Oh, warte mal. Sehr schön. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, sieh mal an. Da kommen noch ein paar Kasper vorbei, mit uns zu spielen. So, jetzt haben wir einen Bandenkrieg am Hals hier. Oh, what? Wer denn jetzt? Wer hat denn gerade auf mich geschossen? Achso, waren das schon... Nee, die könnte es doch nicht gewesen sein. So weit waren wir doch gerade noch gar nicht. Ach ja, der Verkehr ist manchmal auch übrigens eine sehr große Gefahr. Eine größere als die Leute im Bandenkrieg. Oh, Sweet, du gehst mir gewaltig auf die Nerven. Du springst mir immer im Bild rum. Die ganze Zeit. So, jetzt muss ich aber mal ganz dringend was zum Heilen finden hier. Haben wir hier zufälligerweise irgendwo was? Ja, dankeschön. Sturmgewehr. Sweet, mach mit. Steh mir nicht im Bild rum und mach mit, Alter. Ah, dieser Kerl, der regt mich auf. Scheiße. Ah, das geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich. Ich hasse Sweet dafür. Es ist echt das Letzte, mit Sweet zusammen irgendwelche Bandenkriege durchzuführen. Ja, und jetzt ist auch abseits der Mission hier wieder Lila. Ihr seid ein paar Arschlöcher, ganz ehrlich. Na gut, dann eben nochmal. Ich habe keinen Bock mehr auf Gangbanging, ganz ehrlich. Ich habe so viele Gangkriege gemacht jetzt. Und die haben immer gut funktioniert, meistens zumindest. Sagen wir mal nicht immer. Und jetzt muss ich hier mit Sweet durch die Gegend ziehen und die Scheiße läuft überhaupt nicht mehr. Es kotzt mich an, ganz ehrlich. Das ist echt dumm. Ach, naja, was soll's. Was rege ich mich auf? Wenn mein dummärschlicher Bruder nur Bandenkriege im Kopf hat, dann müssen wir eben Bandenkriege anzetteln. Ich hoffe aber, danach ist Schluss. Also ganz ehrlich. Jetzt von einer Mission zur anderen uns zu hangeln hier und einfach nur weiter Bandenkriege zu machen, ist dann doch ein bisschen nervig. Ja, auf die Fresse, genau. Komm, steig ein, Mofo. So, dann wollen wir uns mal wieder Idlewood widmen.
Ich hab keine Lust, ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock auf Bandenkriege. Es macht keinen Spaß. So, dann lass mal irgendwo... Ah, werde das auftreiben, wollte ich gerade sagen. Guten Tag, die Freunde. So. Einsteigen, wir ziehen von dannen. Oh, sweet. Ja, Sweet kann gleich draußen bleiben, ist mir egal. Oh, mein Auto brennt. Oh, Sweet wurde zurückgelassen, der Arme. Der kleine Sweet möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ich komm gleich. Muss so lange gerade mal alleine spielen. Muss gerade noch so ein paar Bälles abwehren. Haben wir noch welche? Nee, aber die andere Gang, die in Blau, die springt hier noch rum. So. Sweet schließt sich mir wieder an. Ich hasse den Kerl. Es ist unser Bruder, aber ich kann ihn absolut nicht ausstehen. Hassen ist übertrieben, aber ich kann ihn nicht leiden. Hass ist so ein starkes Wort. Alter Sweet, kriegst du auch irgendwas hin? Du wirst doch wohl an mir dranbleiben können. Ich bin ja nun echt nicht schnell unterwegs hier. Mann, 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 Mann. So. Alter, spring mir nicht im Bild rum. Der geht mir auf den Keks, der Kerl. Ja, schieß mal, Mensch. Ist der unnütz oder was? Ist der unnütz? Ja, er ist unnütz. So, meine Güte. Ach, dieser Kerl. Der macht einen aber auch fertig. Wo bist du denn? Da. So. Nächste Runde. Sweet, verpiss dich. Du nervst. So, jetzt müssen wir bloß mal hier drüben gucken. Ja, genau, stell dich vor mich, das ist gut. Alter, ich hasse es. Ich hasse es wie Sau. Jetzt mache ich aber hier einen Break rein und mache die Mission ohne euch. Ganz ehrlich, tut mir leid, wenn ich gerade auch so ein bisschen pissig bin, was das angeht. Aber es geht mir einfach auf den Sack, wie Sweet mir immer im Bild rumspringt und man echt behindert wird von dem Kerl. Ich werde das jetzt mal alleine machen und wenn wir das Gebiet erobert haben, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und ich bin in der dritten Welle zumindest. Jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich wieder zurück in die Kampfzone komme, bevor mir hier das Ganze als verloren gewertet wird. So, ja super, das war ja klar. So, dann lauf mal, Sweet. Vollidiot. Der Kerl schafft es echt, mir immer wieder in die Fresse zu springen, wenn ich gerade am Rumballern bin. Es ist unfassbar, wie wahnsinnig... Nicht nur unnütz, sondern echt behindernd der Kerl ist im Kampf. Und immer wieder musst du schauen, dass du ihn nicht abknallst. So, zumindest haben wir dieses Viertel jetzt schon mal erobert. So, wo ist er denn jetzt eigentlich? Erobere ein weiteres Viertel in Idlewood. Ach so, das andere Auto steht auf ihm drauf. Na, dann lass dir mal helfen hier. So, komm mit. Bist du da? Ja. Dann werden wir uns hier mal... Ach, gleich von Ballas. Na super, das ist doch passend. Die Karre klauen. Und werden mal am Highway vorbeifahren vielleicht. Und werden das mal da versuchen. Da sieht man sie wenigstens schon weiten kommen, schon von Weitem kommen. Und kann sich dann gemütlich um die Kerle kümmern. Wir müssen bloß erstmal welche hier finden, die wir abknallen können. So, das davon sieht doch wie eine Ballas-Karre aus. Zack, so. Das war's für ihn. Das war's auch für ihn. Es fehlt nur noch einer. Oh, Mann. Sweet, kümmere dich mal drum. Ich muss gerade hier mal... So, da haben wir den Bandenkrieg doch schon. Wunderbar. Ich werde mich mal hier drauf schwingen. Und dann werden wir das Ganze mal angehen. Bisschen Abstand wahren. Und dann packen wir wieder das Sturmgewehr aus. Ja,
Da geht man ein bisschen mehr als Gruppe, als Rudel. Da kann ich euch nämlich noch besser über den Haufen schießen. Kann man so weit schießen? Ich weiß es gar nicht. Na gut. Sollte aber auf die Art und Weise nicht das Problem werden hier, die der Bandenkrieg. So, das war's auch schon für die erste Welle. Komm, steig auf. Oder bleib von mir aus hier. Eigentlich will ich dich nicht dabei haben. Ich will eigentlich bloß ein bisschen Munition noch absahnen, bevor sie verschwindet. Leider ist da nicht so viel zu holen hier. So, her. Komm, schneller. So, das ist gut. Die Hälfte ist da oben. Die wird uns nicht weiter stören wahrscheinlich. Schön. Gleich erstmal mit dem Kopfschuss begonnen. Das ist gut. Okay, die hätten wir schon mal. Die haben bloß Sturmgewehre, oder? Die Sturmgewehre sammle ich deshalb übrigens nicht ein, die Muni, weil das die AK ist. Und ich möchte ganz ehrlich meine M4 behalten. Und dafür habe ich auch so viel Muni noch, von daher sammle ich das einfach nicht ein. Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Meistens habe ich sowieso mit der SMG gearbeitet. Komme ich da hoch? Ja! Nein! Doch! Also ja, irgendwie, aber nicht so richtig. Hat funktioniert. Ich bin oben. So, wir warten gleich mal hier. Ich glaube, die kommen schon von alleine. Ist übrigens auch etwas wahnsinnig Nerviges, wenn die Gegner versuchen wegzurennen vor einem. Und es ist dann wirklich so, dass sie ganz weit aus der Kampfzone rausrennen. Und wenn man sie dann versucht zu verfolgen, dann muss man aufpassen, dass der Bandenkrieg nicht als verloren gewertet wird, weil man die Kampfzone verlassen hat. So, wunderschön. Die haben auch ganzes Eck an SMG-Muni dabei. Ach, sweet, du gehst mir so auf die Eier. Ganz ehrlich. Ich hoffe, wir müssen bloß zwei Gebiete erobern von den möglichen dreien oder was es ist. Komm her. Denn ich habe keine Lust auf noch einen Bandenkrieg dann. Die sind halt echt nicht spannend. Und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, warum ich das alleine gemacht habe. Weil das ist halt immer wieder das Gleiche. Nach Möglichkeit versuchen, die Leute in irgendwelche Laufwege zu zwängen, indem sie in einer Reihe laufen, damit man sich schön über den Haufen ballern kann. So, jetzt kommen die mir schon wieder viel zu nah hier für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. So, dann müssen wir das eben mal mit der Waffe machen. So, wunderbar. Jetzt noch die da. Wunderschön. Haben wir es geschafft. Oh, Alter. So, sweet. Komm her. Ich bringe dich zurück wieder nach Hause. Und dann können wir das Ganze hier abhaken. Ich hoffe, das Gebiet, was jetzt noch lila ist, bleibt nicht lila. Das finde ich nämlich sehr, sehr unfair. Wenn man jetzt hier wieder von Belles, kontrollierte Gebiete hätte, nur weil diese Mission sie lila gemacht hat. Ich fürchte aber, das... Ja, danke. Ich fürchte aber, das wird wohl genauso sein. Dann werde ich die bei Gelegenheit nochmal wieder für die Grove zurückerobern müssen, wahrscheinlich. Help Grove Street Family handle those ballers. Johnson boys rolled right over. Okay, dog. I'm gonna get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Wovon bist du denn erledigt? Vom blöd im Weg rumstehen? Vom im Bild rumstehen? Meine Güte, dieser Kerl. Okay, damit scheinen wir hier jetzt erstmal Ruhe zu haben. Finde ich auch ganz angenehm. Ich habe echt keine Lust mehr auf irgendwelche Bandenkriege. Das macht auf Dauer einfach nicht Spaß. Es ist nur noch Arbeit ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt. So, das heißt, wir können uns zurück zur Villa begeben. Und schauen, was es da denn jetzt eigentlich gibt. Wir schauen mal kurz. Die haben das tatsächlich wieder lila eingefärbt. Ich hasse euch. Ganz ehrlich. Das sind genau richtige Scheißgebiete dort. Denn das ist auch bloß ein Gebäude hier. Das Alhambra. Das ist so ein Danceclub irgendwie. Und da hast du eben auch bloß um das Gebäude rum die Straße. Das ist auch kein schönes Gebiet zum Erobern. Das ist echt unfair, dass ihr die jetzt wieder lila gemacht habt. Na gut, was soll's. Letztendlich geht's ja sowieso nicht so sehr darum, alles komplett grün zu haben, wobei es halt gemein ist, wenn man es schon mal hatte und es dann einfach wieder lila gemacht wird.
Es geht ja vielmehr darum, dass wir die Story fertig kriegen wollen. Und das werden wir jetzt auch mal angehen. Also eigentlich sollte die Grove jetzt wieder oben auf sein. Ich hoffe, Sweet sieht das auch so dann demnächst. Auf jeden Fall machen wir gut Geld dort, muss ich sagen. Also, man muss halt nichts machen. Das ist halt genau wie mit den Unternehmen, die man in San Fierro oder in Las Venturas hat. Man verdient aber ganz gut dabei. Ich glaube, man kann ab 10.000 oder sowas als Maximum dann rauskriegen. Ich weiß es gar nicht genau. Ist auf jeden Fall ganz nett. So, dann gehen wir mal wieder dorthin zurück, wo es schöner ist. Ist ja doch ein ziemlich hässliches Gebiet eigentlich, die Grove Street, ne? Ist halt so ein schönes Ghetto. Und Ghettos sind nicht hübsch. So, fahren wir gleich mal den Weg hier hoch. Da muss ich dann bloß mal schauen, wie ich nach oben zu dem Auslöser von dem Quest komme. Von der Mission. Ich könnte natürlich durchs Haus machen, aber vielleicht... Ja, okay, wir können hier rum. Machen wir das doch einfach so. Ich glaube, das ist wieder oben auf dem Balkon. Ja. Yep. Gut, und dann können wir endlich hier weitermachen. Die Mission hatten wir ja jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit. Aber da wir einmal an der Grove Street waren, wollte ich natürlich dort gleich weitermachen. Nochmal kurz speichern. Diesen großartigen Erfolg, dass jetzt in Idlewood wieder einige Gebiete von Bellas regiert sind. Und dann schauen wir mal, was es hier an vernünftigen Sachen zu erledigen gibt.